So, ich möchte shoppen gehen und lande bei Ihnen. Was finde ich bei Ihnen? In erster Linie erstmal ganz, ganz tolle Kleidung, hochwertige Ware, Marketware. Sie finden aber auch CDs oder Bücher, auch Handtaschen, also eigentlich ein hochwertiges Portfolio insgesamt. Und Platten werden Ihnen auch geliefert? Jawohl, auch Vinyl, das ist mittlerweile wieder sehr in die Mode gekommen. Man kann nicht skippen bei Platten, das ist etwas sehr Schönes und das bewegt die Menschen, eben dazu einfach mal wieder zuzuhören. Wenn ich bei Ihnen Sachen abgeben möchte, worauf sollte ich achten? Man sollte darauf achten, dass es relativ hochwertige Waren sind. Wir wollen keine Aldi-Waren verkaufen, keine Lidl-Waren verkaufen, sondern wirklich exklusive Markenware. Die Ware sollte auch in Ordnung sein, sie sollte keine Löcher haben, sie sollte nicht mit Farbspritzern oder anderen Verschmutzungen behaftet sein. Dann ist sie bei uns gut untergebracht und dann werden wir sie gerne wieder schön dekoriert und verkaufen. Und was passiert mit den Erlösen? Die Erlöse kommen gemeinnützigen Projekten zugute. Wir haben schon im letzten Jahr das Projekt Welcome gefördert. Das war zur Ausstattung von jungen Babys, von kleinen Kindern, für Mütter, die eben sich das nicht ohne weiteres leisten können. Auch in diesem Jahr werden wir wieder dieses Projekt stützen. Wie ist das erste Jahr Edelkreis gelaufen? Ja, das erste Jahr ist super gelaufen. Wir hatten ja Schwierigkeiten mit Corona, das hatten aber ganz viele. Und die haben wir auch erstaunlich gut wegstecken können. Und ich freue mich riesig, dass das Projekt so gut angelaufen ist. Und vor allen Dingen, dass die ehrenamtlichen Kräfte mit so viel Freude und mit so viel Liebe dabei sind.